Die Grille und der Maulwurf. Eine Grille hatte den ganzen Sommer über nichts anderes getan, als auf ihrer Geige gefädelt, weil ihr das so gut gefiel. Und als dann der Winter kam, hatte sie nichts zum Essen, denn sie hatte das Feld nicht bestellt, also auch keine Ernte. Sie hatte keine Vorräte gesammelt, hatte auch kein Winterhaus gebaut mit Ofen. Da ging sie zum Hirschkäfer. Der Hirschkäfer war der Oberförster vom Moosgeschrüpp. Ein Oberförster muss zu den anderen Tieren gut sein und ihnen in der Not helfen. Könnte ich bei Ihnen vorübergehend kostenlos wohnen? Nur für einen Winter, denn ich habe nämlich vergessen. Oh, vergessen. Ja, das kennen wir. Erst den ganzen Sommer nutzlos herumfiedeln und dann auf andere Leute Kosten nehmen. Nein, Mariechen. Ach Mist, ach Mann, ach bitte. Da ging die Grille mit ihrer kleinen Geige weiter und kam zu der Maus. Die Maus wohnt in einer verbeulten Gießkanne. Die Maus hatte so viele Vorräte für den Winter gesammelt, dass dieser für 3 Winter gereicht hätten. Und zwar für 2 Personen. Nur vorübergehend, wenn Sie das gestatten würden. Ich habe nämlich vergessen. Oh, vergessen. Ja, das kennen wir. Erst den ganzen Sommer nutzlos herumfiedeln und dann auf anderen Leuten Kosten leben wollen. Nein, Mariechen, da wird nichts draus. Och, Mann. Da ging die Grille mit ihrer kleinen Geige weiter und kam zum alten Maulwurf, der in einer Kellerwohnung wohnte, mit Ofen. Oh, Besuch, kommen Sie doch mal näher, kann nämlich nicht so gut sehen, bin etwas kurzsichtig auf den Augen, weil ich blind bin, komm von der schwarzen Erde unter der Erde, wo ich arbeite, macht nix. Als er die Grille erkannte, freute er sich, denn er hatte im Sommer oft ihrem Gefühl gelauscht. Wer schlecht sieht, der hört gern zu, wenn einer Musik spielt. Du Grille, spiel doch mal was auf deiner Geige. Nur für mich! Die Grille fiedelte und geigte und der Ofen bollerte. Im Topf roch die Suppe und so verging ihnen der Winter wie ein Tag. War ein schöner Winter für die beiden, wohl der schönste ihres Lebens.